Hi, liebe Leute! Ja, heute wieder gerade in der Überbrückungsphase, bis wir mit dem Kanal jetzt wieder richtig neu starten. Ein Fahrtechnik-Video und wieder ein Geheimtipp. Jetzt werdet ihr euch fragen, schon wieder? Immer diese Geheimtipps, wie viele Geheimtipps gibt es denn eigentlich? Haben wir bald Geheimtipp-TV oder was? Aber dieser Fahrtechnik-Geheimtipp ist leider immer noch ein Geheimtipp. Ich habe da schon vor Jahren mal ein Video gemacht und das andere Video mal genannt. Aber ich habe ja bis vor kurzem ziemlich viele Fahrtechnikkurse gegeben und mir haben immer alle Teilnehmer gesagt, diesen Tipp haben sie noch nie in anderen Kursen so mitbekommen und auch nie so, dass der Trainer da so drauf achtet. Deswegen wieder ein Geheimtipp heute. So, jetzt schaut mal auf meine vordere Ferse. Zack, dann wisst ihr natürlich schon Bescheid, wenn ihr dem Kanal schon länger folgt. Das geht um die hängende Ferse. Und jetzt könnte man sagen, ist das wieder so ein umstrittener Geheimtipp oder ist da Einigkeit in der Fahrtechnik-Trainer-Branche? Man könnte sagen, im englischsprachigen Raum auf jeden Fall Einigkeit, hängende Ferse, Standard, auch in den Ausbildungen. Im deutschsprachigen Raum leider noch nicht. Da ist es noch eher so, ja, kann man machen, kann man erzählen, ist ja nice to have, aber es ist noch nicht so ein grundlegender Pfeiler der Fahrtechnik. So, also schaut mal auf die Ferse, jetzt natürlich in der kleinen Steilabfahrt. Ich breche die aber mal hier ab. So, also, und zwar aus dem Video kennt ihr das, die hängende Ferse. Da war die Begründung natürlich folgende, also im normalen Trailfahren, dass es entspannt ist, dass die Waden sich entspannen. Aber jetzt haben wir so Wurzeln, wie hier seht ihr eine dicke Wurzel oder Steine, alles was so kommt. Da ist halt so, die Hindernisse, die ihr beim Mountainbiken habt, die kommen von vorne. Das heißt, euer Bike, wenn ihr es über eine Wurzel oder dicken Stein rollt, rollt drüber, die Federung, der Laufrad, das macht das, man federt das ab, auch mit den Armen und Beinen, aber man wird jedes Mal so ein bisschen abgebremst durch das Hindernis. Das heißt, wenn man die vordere Ferse leicht hängen hat, hat man so ein Gegenlager, so ein Widerlager gegen diese Hindernisse, die von vorne kommen, die man dann überrollt. Weil wenn man nämlich die Ferse oben hätte, dann würde man jedes Mal immer so leicht nach vorne gestoßen werden. Es wird instabiler und nicht so souverän. So, das war der erste Punkt, dass man ein Widerlager hat gegen Hindernisse, die von vorne kommen. Jetzt kennt ihr aus den letzten Fersenvideos, was ich gemacht habe, aus vielen Videos, wo ich es immer wieder betont habe, wenn man jetzt so normal entspannt fährt, wie ich gerade hier, und man hat die Ferse hängen, dann ist die Wade entspannter. Je mehr man die Ferse hochnimmt, desto mehr Spannung hat man hier in der Wade. Genau, deswegen für die Entspannung wichtig. Jetzt kommt natürlich die Frage von euch, kam auf jeden Fall schon. Wie ist es denn mit vorderer Ferse, hintere Ferse? Ist das ein Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist es so, die vordere Ferse ist halt bis auf Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel Sprünge, wo man halt das Rad, wo man halt abspringt, so, dann geht die Ferse mit hoch. Da ist es so, dass die vordere Ferse in der Regel unten ist. Aber die hintere Ferse, ich wechsle jetzt mal, damit ihr es besser seht, die hintere Ferse variiert das. Wenn man nur entspannt lang rollt, kann die auch hängen. Aber wenn es ein bisschen ruppiger wird, ich rede jetzt natürlich von Flat Pedals. Wenn es ruppiger wird, dann geht die Ferse ein bisschen hoch. Dann hat man quasi eine kleine Einspannung. Dann ist man zwischen die vordere Ferse ist unten und die vordere hintere Ferse geht ein bisschen hoch. Dann hat man nicht das Problem, dass man irgendwie das Pedal verliert, wenn es jetzt so ruppige Schläge kommen, viele dicke Wurzeln oder so. Also die hintere Ferse geht bei Bedarf nach oben, während die vordere Ferse in der Regel unten bleibt, außer zum Beispiel bei Sprüngen, wo man dann in der Luft ist und beide Füße eingespannt hat, nur einen Druck am Lenker spürt und im Bike eingespannt ist. Ich habe es in einem anderen Video damals auch schon mal erklärt, also in dem speziellen Fersenvideo und in den Themenvideos wie steile Trails, also sowieso auch immer wieder genannt. Jetzt nochmal die hängende Ferse in der Steilabfahrt. Da hilft es natürlich extrem, weil ihr müsst euch das vorstellen, wenn euer Rad vorher so stand, auf einmal geht es richtig steil runter, euer Rad kippt ab in die Steilheit, dann wollt ihr Körpergewicht auf eure Füßen lassen. Also auch im Steilen hat man dann
volles Körpergewicht auf den beiden Pedalen. Manchmal spürt man ein klein bisschen Druck am Lenker, aber so, man soll sich halt nicht auf den Lenker aufstützen. So, und da ist es so, das habe ich schon ganz oft beobachtet und das war so ein Aha-Effekt in den Kursen, also ist immer ein Aha-Effekt, wenn die Leute die Ferse oben haben, ich mache das jetzt hier mal ein Pedal vor, und die fahren in Steilabfahrt, dann passiert dieser Effekt, dass sie sich auf den Lenker stützen, weil die Körper-Bike-Trennung nicht so gut funktioniert. Dann kippt nicht nur das Bike in die Steilheit, sondern der Körper kommt so ein bisschen so mit und es ist ganz viel Gewicht und Druck am Lenker und es wird direkt viel unangenehmer und unsicherer zu fahren. Also, die Ferse hängt eh schon, jetzt komme ich in die Steilabfahrt und jetzt bleibt mein Körpergewicht auf den Füßen, weil die Ferse hängt. Also, die hängende Ferse, habe ich jetzt nochmal erklärt, hilft auch das Körpergewicht auf den Füßen zu lassen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, wo jetzt oft das Missverständnis entstehen kann. Die hängende Ferse heißt, wirklich hängen lassen die Ferse. Ich zeige das nochmal, das ist so ein Gefühl, die Ferse hängt, aber es ist nicht das Gefühl, ich drücke meine Ferse runter. Dieses Runterdrücken, das kann man bei manchen Techniken wie bei der abrupten Bremsung oder wenn man sein Preload so nutzt, man kann da auch mal runterdrücken, aber jetzt so beim normalen Fahren ist es in der Regel eine hängende Ferse. Das ist halt, damit die Waden noch entspannt ist und man nicht so wieder so eine Vollspannung drin hat. Genau, und jetzt ist auch die andere Frage, die sich viele von euch stellen. Jeder hat ja andere körperliche Voraussetzungen. Und bei manchen, wenn ich sagen würde, du fahr mal hier entlang und lass mal die vordere Ferse hängen, bei manchen auf einmal, fupp, hängt die da so runter und ich denke so, oh mein Gott, der hat ja Gummigelenke, also anscheinend sehr gut gedehnt. Das kann natürlich auch ungünstig sein, wenn es extrem tief hängt, wenn jetzt ein Schlag kommt und die Spannung ist noch nicht da, weil man gerade irgendwie so ganz entspannt einen Trail fuhr, dann kann man sich ja auch am Fußgelenk ein bisschen wehtun. Man muss immer bereit sein, Schläge mit Körperspannung abzufedern und natürlich ein bisschen mal selber beobachten, was passiert bei mir. Hängt das nur so ganz bisschen oder wie gesagt, bei manchen hängt die Ferse so krass ab, wo ich dann sage, das ist fürs Fußgelenk vielleicht schon nicht ganz so gesund, wenn jetzt die Schläge kommen. Also müsst ihr da so einen guten Kompromiss finden. Und bei manchen hängt es halt ein bisschen weniger. Was ihr merken werdet, wenn ihr da nicht von anderen Sportarten gedehnt seid, hängende Ferse heißt Waden dehnen. So, weil es im letzten Fersenvideo gefehlt hat, nochmal der Hinweis bei den Sprüngen. Und da ist die hängende Ferse nämlich auch wieder wichtig. Mir ist nämlich aufgefallen, es gibt ja so eine goldene Regel, die werden viele von euch vielleicht schon kennen. Man landet in der Regel so, wie man halt vor dem Sprung war, also vor der Flugphase, vor dem Absprung. Und da ist so, wenn ihr jetzt hier vorstellt, hier ist die Ferse, hängt. So, man springt ab, in dem Moment geht die Ferse hoch, man hat diese starke Spannung. Die Pedale sind, die Füße sind gegen die Pedale gespannt. Und in der Landung geht die Ferse wieder runter. Das ist eine ganz natürliche Bewegung des Sprunggelenks, das heißt ja auch Sprunggelenk. Ich habe aber schon Leute gesehen, die fahren immer so mit so einer minimal hohen Ferse oder die Ferse, ja, also sie hängt nicht, teilweise sogar minimal hoch. Das heißt, die fahren schon so und wenn sie dann springen, dann passiert es so, dass sie nach der Landung wieder die Ferse leicht oben ist. Also die war dann im Sprung eh oben und in der Landung auch. Und das ist natürlich dann die Gefahr, dass du vom Pedal wegrutscht, viel höher, als wenn die Ferse hängt und du das einfach souverän abfedern kannst aus dem Körper. Das war jetzt ein weiterer Geheimtipp. Wie gesagt, von euch, die halt den Kanal schon länger folgen, werden es kennen. Aber ich habe es jetzt nochmal als Geheimtipp wirklich reingenommen, weil die Erfahrung nach den letzten Geheimtipp-Videos war ja Themen, die ich schon mal irgendwo drin hatte, aber da haben sie ja irgendwie vielleicht nur 2000 Leute interessiert, haben auf einmal viel mehr Reichweite, weil es halt ein Geheimtipp ist. Und in beiden Fällen, oder in diesem Fall auch, jetzt in allen drei Fällen, ist es wirklich ein Geheimtipp, weil es im deutschsprachigen Raum immer noch zu wenig Verbreitung hat. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob es euch ein Geheimtipp ist oder nicht. Ja, ihr werdet merken, jetzt tut sich hier in Kürze was. Wir haben so ein paar kleine Umänderungen mit dem YouTube-Kanal, aber keine Sorge, es wird nicht weniger, es wird mehr. Und ich freue mich schon mega darauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.